In der menschlichen Natur ist das Bestreben, die Welt um uns herum zu verstehen, tief verwurzelt. Wenn etwas existiert, wollen wir wissen, was es ist. Ob wir Wissen über die Lebensumstände unserer Welt oder der uns umgebenden Galaxien erlangen wollen, wir hören nie auf, uns zu wundern, wo wir stehen. Wir haben jedes Neuron, die Kapillaren und Zellen kartografiert, selbst die Chromosomen. Wir haben die Region der Psyche und der Persönlichkeit klassifiziert, haben Zugang erlangt zur Entstehung von Intelligenz, Emotion und Verhalten. Doch die Frage bleibt, wer sind wir hinter allem und jenseits unseres intellektuellen Verständnisses? Wer wird in diese Welt geboren und lässt diese eines Tages hinter sich zurück? Diese Frage steht im Zentrum von Suchern aus allen Zeiten. Durch verschiedene Methoden, Meditation, Kontemplation, asketische Praktiken und der Frage, wer bin ich, haben Suchende aus allen Kulturen das Erlangen von Selbstverwirklichung verfolgt und einige haben sie gefunden. Oft haben diejenigen, die diese Verwirklichung erlangt haben, ihr Wissen geteilt. Doch konnten sie selten einen Pfad bereiten, der direkt anwendbar ist. Solch ein Pfad erschien 1958 im Staate Gujarat im Nordwesten Indiens. Akram Vignan, die Wissenschaft des stufenlosen Weges zur Selbstrealisation, ist das Resultat des Erwachens von einem Mann. Akram Vignan bietet Selbstrealisation für jeden, der dies zu erlangen wünscht, ohne die Notwendigkeit, über Jahre hin zu üben oder spezielle Fähigkeiten haben zu müssen. Auf dem Weg von Akram Vignan wird das Wissen des Selbst direkt vom ursprünglichen Sehenden und seinen Gnanis gegeben. Die Zeremonie, in der dieses Wissen im Suchenden erwacht, wird Gnanvidhi genannt. Derjenige, der erwacht ist, verbleibt im Gewahrsein und der Erfahrung dieses Wissens durch 5 essentielle Sätze, die nach dem Gnanvidhi gegeben werden. Derjenige, dessen Erwachen die Geburt von Akram Vignan ausgelöst hat, war ein bescheidener Geschäftsmann mit dem Namen A.M. Patel, dessen lebensverändernde Erfahrung geschah, während er auf einer Bank einer Zugstation in der Stadt Surat in Indien saß. In weniger als einer Stunde nach weltlichen Maßstäben von Zeit geschah eine Transformation, in der sich der Wissende oder das reine Selbst für immer von der Persönlichkeit trennte, und diese Trennung hielt für den Rest seines Lebens an. Er bezeichnete den Wissenden als Dada Bhagwan, um ihn von seinem sterblichen persönlichen Selbst, A.M. Patel, zu unterscheiden. Für diejenigen, die Gnanvidhi erhalten möchten, ist Puja Deepak Bhai, ein lebender Gnani, derjenige, der das Geschenk des Erwachens und die Lehre von Akram Vignan in der ganzen Welt weitergibt. Ein menschliches Leben ist die größte Möglichkeit, um Selbstrealisation zu erreichen, sowie die Erfahrung der reinen Seele und die Erfahrung von Befreiung. Zuerst verändert sich die falsche Überzeugung völlig und du bekommst die richtige Überzeugung. Also der erste Schritt, das richtige Verstehen. Und der zweite Schritt, das richtige Gewahrsein. Und der dritte Schritt, die richtige Erfahrung. Deine Erfahrung wird sein, dass du die vollkommene Erfahrung der reinen Seele erlangst. Dein Zustand wird absolut sein und du wirst mit der reinen Seele verschmelzen. Die reine Seele bescheint, beleuchtet mit ihrem Licht das, was jetzt so im Relativen abgeht. Und es etabliert sich das ganz tiefe Wissen in mir, es kann mir überhaupt nichts passieren. Es kann mir überhaupt gar nichts passieren, mir, dem wahren Ich. Dieses große Licht
wird immer da sein. Ja, meine Aufgabe zu erkennen, die ich für den Rest meines Lebens noch habe und mit dieser Aufgabe so liebevoll umzugehen, wie es gedacht ist von der Schöpfung. Es ist alles an seinem richtigen Platz. Es hat eine Richtung. Eine Ausrichtung. Eine Ausrichtung ins Sein. Dieses Gnanvidi, diese Zeremonie, wo das Ego von dem wahren Selbst getrennt wird, was danach für mich passiert ist, dass auf einmal Dinge erkannt wurden, Zusammenhänge erkannt wurden, die ich vorher nie erkannt habe. Weil irgendwie glaube ich nicht, dass du das wirklich erfasst, was dir da gegeben wird. Und jetzt kommt es mit der Zeit, dass es in dieser ganzen Gänze, in dieser ganzen großartigen Wirksamkeit, die es hat, dieses Wissen um das Leben, erfasst wird. Es geht um die Seele, es geht um diese Essenz. Und das ist für mich nach einem langen, langen Weg so für mich das größte Geschenk, was ich jedem wünsche, dieses Angekommensein. Dieses innere Glück zu spüren, zu wissen, wer ich bin, nicht hier zu wissen, sondern dieses stille Glück. Es ist vollbracht, es habe ja nicht ich gemacht, es nicht ich bin angekommen, sondern das ist ja, was wir alle sind. In meinem Leben war ich immer auf der Suche nach der Wahrheit und Wirklichkeit. Das Einzige, was mich interessierte. Und natürlich bin ich dabei mit vielen Religionen, Kulturen, Nationen in Kontakt gekommen. Mit vielen Lehrern natürlich und Lehren, Philosophien. Was mich an Agam Wignan besonders berührt hat, war die Unmittelbarkeit der Erinnerung an mein wahres Wesen. Und wir haben ein Juwel in der Hand und er ist unendlich kostbar, denn er bringt den Frieden, die Glückseligkeit, die du im Außen suchst, die der unendliche Zeiten im Außen gesucht hat und nie gefunden. Immer nur ein Glimpse, ein Touch, mal kurz geschmeckt. Namo.